Ihr wollt wissen, wofür der Flüssigkeitsspeicher ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe, wie versprochen, schon mal ein bisschen gemacht. Das ist all unser Wasser für die Atomkraftwerke. Hier unten sollen die, wie heißt der Spaß? Sollen die Brennstäbe reinkommen? Mein Gott. Und da oben geht der Müll wieder raus. Und das sieht letztendlich überall ziemlich genau gleich aus. Die erste Reihe geht direkt in, oder die unterste Reihe geht direkt in die Reaktoren rein. Dahinter gehen die darüber liegenden immer einen runter, so dass wir am Ende mit einem auskommen. Und dann passt das alles. Und ich bin so glücklich, dass sie angekündigt haben, dass die Dinger nicht mehr 300 brauchen, sondern 240. Damit man sie auch auf 250% nutzen kann. Das heißt, das alles hier müsste theoretisch dann nochmal umgebaut werden. Aber ich glaube, das werden wir nicht tun. Mit Update 7. Ja, heute liegt an... Wir haben ja die Kollegen hier stehen. Wir haben da vorne das Zeug stehen. Also, soweit sind wir, dass... genau, einmal runter. Plumps. Der Müll, der hier oben rauskommt, endet hier. Und kann dann dort in die beiden Reihen reingehen. Das andere Zeug kommt von da. Das passt auch. Was wir jetzt brauchen, sind Mixer. Und zwar brauchen wir, was hätte ich gesagt, 9 Mixer und wir brauchen 5 Raffinerien. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, ups, was brauchen wir denn für Mixer? Mixer. Wie ist unter Produktion? Die ist unter Produktion, genau. Okay, wir brauchen die schweren Rahmen da. Wir brauchen ein bisschen Alu-Gedönse und wir brauchen die, ist das Funksteuereinheiten? Funksteuereinheiten. Okay, dann wühlen wir uns mal wieder ein bisschen durch unser Lager. Nee. Davon haben wir noch, glaube ich, genug. Das Zeug nehmen wir. Da sind die. Was haben wir hier? Da ist das Zeug. Wir packen. Das packen wir eben beiseite. Du gehst einmal hier rein. Das ist vollkommen Quatsch, das wollte ich da drin haben, aber egal. So. Damit haben wir schon mal die 9. Lass mal, den kann ich auch die 5 Raffinerien drücken. Kann ich die dazu holen? Nein, kann ich nicht dazu holen. So. Dann würde ich sagen. Boah, wie setzen wir die Mixer jetzt am besten? Egal, ob ich jetzt runterfalle. Bums. Die Mixer. Schau. Das müsste von der Entfernung hier auch passen. Oh, sehr gut. So wollte ich das haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Und da ist die Nummer 9. Perfekt, weil für die brauchen wir Uran. Das kriegen wir hier raus. Das ist doch schon mal sehr gut. Also relativ gut, weil es ist schon noch viel Distanz. Aber wir brauchen das Zeug ja auch noch anderweitig. Muss ich eh noch mal gucken, wie viel brauchen wir denn wo und was brauchen wir dafür? Was brauchen wir denn dafür? Maschinen. Okay, 11 Manufaktoren kriege ich nicht hier hin. Die müssen wir in der Etage hier drüber packen. Das heißt, hier irgendwo muss sowieso mit dem Uran ein bisschen hin und her gebastelt werden.
Das ist dann halt so. Dass hier ein bisschen Nukleargedönse ist oder radioaktiv, ist ja wohl klar. So, das haben wir. 12 bleiben über, das passt auch bei den 9. Jetzt brauchen wir Raffinerien. Raffinerien. Was brauchen wir für Raffinerien? Wir brauchen 5 Stück. Das heißt, jeweils ein Stack sollte reichen. Was ganz angenehm ist, weil sonst wird das hier ein bisschen eng. Ups. Was haben wir hier? Nee. Hier haben wir's. Ja, wir nehmen einfach mal 2 mit. 2 Stacks. Was haben wir hier? Auch 2 Stacks. Fertig. So, wie setzen wir die am besten? Da müssen wir halt Schwefelsäure herstellen. Die Schwefelsäure muss wiederum das Abwasser von hier bekommen. Was etwas unpraktisch ist, weil ich brauche die Schwefelsäure, um Wasser zu erzeugen, aber das Wasser soll da rein. Das heißt, ich mache, was brauchen wir für so ein, Organisation, für so einen Wasserspeicher. Das hätten wir da. Das könnten wir eben hinsetzen. Den einmal volllaufen lassen und dann können wir aus dem erstmal Wasser beziehen, um daraus wiederum um dann wiederum das Wasser zurückzubekommen. Das sollte eigentlich funktionieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, wo haben wir denn unseren Schwefel? Der Schwefel kommt da... Kommt der von oben oder kommt der von da hinten? Hier haben wir Beton, das hast du nicht gesehen. Auf welche Seite kommt der denn runter? Kommt der auf dieser oder auf dieser? Was haben wir da hinten abgebaut und hochgebracht? Hat Schwefel? Okay, ich muss noch... nee, das ist Bauxit. Dann kommt der auf dieser Seite runter. Was eigentlich ganz gut ist, hier haben wir auch das ganze Wasser hängen. Was machen wir denn am besten? Das kommt da runter und könnte dann irgendwo hier lang gehen. Ich schau mal. Hab ich gesagt, 5 Stück waren es, ne? Ja, 4,2 irgendwas, also 5. Okay. Packen das da rein. Mach ich das so? Macht das so Sinn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt. Sehr gut. Das heißt, ich kann hier unten Wasser abnehmen. Mache ich dann am besten direkt da oben die Leitung, damit die hier unten noch ein bisschen frisch sind und irgendwo anders hin können. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Dann habe ich die nämlich weg aus dem Weg. Die könnte ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne setzen. Alles kein Thema. Machen wir so. Dann ist die nächste Frage, wie machen wir am besten die... anbauen. Wenn wir das hier haben wollen, packen wir. Warum ist das da? Die mittlere Leitung. 1, 2, 3, 4. Passt perfekt. Ja, schön hinten an den anschließen. Ja, das gefällt mir. Und natürlich hier, weil ich brauche dafür... Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich mache dafür einen Zwischenspeicher, ne?
Das ist gut, wenn ich auf mich selber höre. Ich könnte hier auf der Höhe diesen Zwischenspeicher machen. Nee, ja. Hey, nicht trinken. Schauen wir mal. Wir probieren mal ein bisschen rum. Wir hätten den hier. Den wollen wir. Na komm, ein Stückchen noch, ein Stückchen. So. Das könnte ein bisschen schwierig werden, so. Das geht nicht. Ja, machen wir erstmal so. Wir versuchen es erstmal. Weil dann habe ich hier nämlich auch den Platz, um schön ordentlich. Okay, das setzen wir jetzt da drunter erstmal. Pipeline-Durchführung hier hin. Den Kollegen. Da drüber. Echt jetzt? Oh, das könnte eng werden. Dann hätten wir von unten das und können das auch da reinspeisen. Da kommt also das Wasser hin. Da müssten wir irgendwie eine Pumpe hinlegen. Schauen wir mal. Wie wir das am sinnvollsten machen. Gleichzeitig, wenn ich jetzt hier hingehe. Was ist denn? Oh, warte mal. Wir machen das anders. Nein. Wir nehmen uns den, setzen den hier dran und suchen den mal hier rüber. Bis dahin. Ich habe zwar noch keine Ahnung, ob das geht oder ob das schon geht. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Ansonsten müssen wir halt noch mal ein bisschen basteln. Dahin. Eimernudel. Das ist da an der Stelle. Dann machen wir das nämlich dort genauso hin. Ich befürchte, dass es noch nicht geht. Aber das wäre halt. Also das wäre dann am Ende richtig. Nee, das. Nee. Nicht mit der Nudel. Ja. Besser. Ein bisschen. Okay, damit hätten wir das. Worauf ich hoffe, ist, dass schon die Mechanik, die sie jetzt neu eingeführt haben, funktioniert. Und zwar bin ich hier unten den Kollegen hinsetze. Ich meine, das Ding gibt es noch nicht. Das kann auch noch nicht. Das soll eigentlich mit Updates 7 kommen. Nee, habe ich nicht. Jetzt steht egal, was wir haben. Aber, schade. Dann müssen wir den alten Weg nehmen. So, weil eigentlich würde ich gerne unseren Spaß, bis wohin brauchen wir denn? Ab hier, hier Mitte. Da Mitte. Pass auf. Die Idee, die ich habe. Ist folgend. Bessere Idee als das. Ja, viel besser. Also. Kommt gleich. Also, wir machen dort eine Wanddurchführung hin.
nudeln uns da einen durch die Gegend. Nee, nicht die Kreuzung. Ich möchte schon den haben. Und dann soll er... Nein. Okay, dann zieht das halt ein bisschen schief. Egal. Ich glaube, ich mache das mal eben fertig, sonst wird das nichts. So, dahin. 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 Okay, es ist vollkommen egal, was ich mache. Also, das ist schon. Da rein. Und da rein. Das heißt, wir haben hier oben. Wir haben hier sogar schon eine Menge Wasser drin. Fließt auch schön da rein. Ölrate von 600 ist auch okay. So will ich das sehen. So, dich nehmen wir und setzen dich hier vorne auch hin. Jetzt sehe ich die Möglichkeit, entweder zu sagen, nee, ich sage kein Entweder und ich sage auch kein Oder. Wir machen das relativ einfach. Wie machen wir es denn genau? Weil da muss ich ja den Kollegen auch hier hinsetzen. Von da aus da drüben hin. Oder wir können auch den Inneren ziehen. Das ist doch ganz gut. Ja, das machen wir auch. Ach so, habe ich ja gar nicht dabei. Verdammt. Wir brauchen das schneller, aber das können updaten ist relativ einfach. Sobald es einmal dran ist. So, dorthin. Und jetzt können wir nämlich hingehen und hier schön die Splitter draufsetzen. Ups. Die hätten wir gerne. So ungefähr hier. Ungefähr dort. Und jetzt ist das so ungefähr, dass ich es ungefähr gar nicht mehr sehen kann. Ja, sollte wissen. Und den müssen wir uns von unten angucken. Grob gesagt kommt er dahin. Förderband ist zu steil. Kein Problem. Das war zu kurz. Dann machen wir halt nochmal. Das ist besser. Das geht jetzt natürlich schief darüber. Wobei es geht. Es hält sich in Grenzen. Okay. Aber wenigstens die Höhe stimmt. Das heißt, das machen wir jetzt nochmal. Und wir machen das so. Dahin. Dahin. Und der letzte kommt dorthin. Ja, mir ist bewusst, dass das alles zu langsam ist. Aber dann brauchte ich jetzt nicht erst noch dahin rennen. Weil das haben wir gleich noch genug vor, wenn wir den Spaß hier hinholen.
Aber wir müssen auf diese Ebene kommen. Wie markiere ich mir das jetzt am besten? Schauen wir mal. Kriegen wir das? Jetzt gehen wir so hin, wenn ich die richtige Stelle finde. Ja, da. So. Und dann ziehen wir dich. Bis dahin. Also, das ist der Platz, wo ich hin muss. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite haben wir das Zeug? Das finden wir jetzt heraus, oder? Aber dann hole ich mir doch lieber das richtige Material. Eventuell muss ich dann das Zeug nochmal hier einlagern und rüberholen. Das kann ich aber sozusagen von dem anderen Bahnhof aus machen, das ist ja kein Problem. Die Sachen waren ganz hinten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon zu viel hier hatte. Aber egal. Das holen wir nochmal. Ist ja kein Ding. Einmal da rüberfahren, da habe ich viel zu viel davon. Machen wir den Container oder alle Container voll, dann läuft das halt hier ein bisschen durch und zurück und hast nicht weg. So, wir haben gesagt, wir wollen hier hoch. So, ein ganz schönes Stück, wie das hier hochgeht, ne? Okay, die Seite ist Schwefel, dann ist die Seite Kohle, oder? Wo bist du? Katerium. Du warst Katerium. Okay. Da hatten wir schon Schwefel bis dahin. Jetzt wird es interessant. Hier mal so ein bisschen gucken. Da kommt das schon. Ups. Oh, hier sind wir schon ganz unten. So muss das. Und dann kommt der Spaß. Wand. Da ist Wand. So kommt die Wand dahin. Dann packen wir den Kollegen. Bis dahin. Und du gehst dorthin. Dann haben wir den Spaß schon mal da. Und wir können sagen, komm. So, du. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel ich da in den Räumen brauchen. Das ist zumindest jetzt gerade nicht. Das ist 214. Ich glaube, ich kann das so lassen.
Und ich lasse halt über den Lift langsamer runter, aber dafür sind die am Ende schneller, ne? Wir brauchen Schwefelsäure. Einstellung kopieren. Einfügen. 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 Und einfügen. So. Wenn ich denen jetzt Strom gebe, dann habe ich doch direkt hier alles dran. Ich habe keine Karte. Warte mal, muss ich mal da vorne gucken. Genau, das wollte. Hallo? Dieses Overlay wollte ich nicht. Okay. Guck mal, die einen Teile sind auch schon bei fast 4000 da oben rechts. Ist ja schön. Fehlen nur noch die anderen. Hahaha. Hallo. Habe ich echt kein Katerium hier? Denn abgelegt? Also das machen wir jetzt noch wenigstens eben. Mein Gott, dann ist das bestimmt da vorne drin. Also entweder dort oder dort oder dort oder dort. Dort. Du hast bestimmt recht. Und du hast allen möglichen anderen Scheiß, aber nicht das, was ich brauche. Danke. Hast du da den anderen Scheiß, den ich brauche? Sag mal. Okay. Machen wir anders. Gefällt mir zwar nicht, aber ist egal. Dann machen wir das halt ein bisschen anders. Strom. Wir setzen. Nein, wir nehmen uns von dort. Eine Leitung. Setzen dich hier hin, packen dich da drin. Setzen dich. Hier hin, packen einen da dran, einen da dran. Setzen dich dann. Genau. Dahin, auf diese Ecke. Danke. Gehen damit auch hier raus. Nämlich dorthin. Und ziehen dich da dran. Dann kann der schon mal produzieren. Hier kommt genug Zeug rein. Du brauchst überall 50 pro Minute. Das ist super. Ich bekomme bestimmt auch mehr Schwefel, als ich brauche. Easy. Eine davon muss auf zwei, auf nehmen wir die hier hinten. Du machst. Wie viel machst du? 286. 28,6%. 14,3 passt das. Jo, 14,285 muss am Ende rauskommen. 14,286. Oder? Ja. Dann haben wir das nämlich zusammen. Ihr werdet erstmal voll, ist mir alles egal. Weil dann ist das auch hier relativ egal, wie gut das Zeug da oben ankommt, das Wasser. Weil ich kann es da abknipsen und gut ist. Weil dann wird es wirklich nur das Wasser aus den Blendern da hinten. Aber... das ist ein Problem, mit dem ich mich ein bisschen alleine beschäftigen muss, wie ich das am besten. Das ist eine doofe Idee. So. Das Kabel, das Rohr ziehen wir noch eben runter. Und das eh alles auf 300er Rohre machen.
So, die werden dann entsprechend anders gelegt. Und da kommt eine Pumpe dran. Hier war das für die große Pumpe dabei. Dann machen wir das. So, hier läuft einfach noch voll und das war es auch schon. Okay, also damit haben wir das alles geregelt. Da geht jetzt nachher nur noch Wasser rein, wenn Wasser ankommt. Du solltest auch nichts haben, ne? Du solltest relativ voll sein. Ist vollkommen voll. Perfekt. Dann müssen wir nur noch das Wasser von da hier rüber bringen, sobald es läuft. Das gefällt mir. Das heißt, wir brauchen hier zwei Leitungen. Eine hin, eine zurück. Die können wir aufeinander stacken. Sehr schön. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit... Wartet gut, Häfchen.